herzlich willkommen zum 33. Teil von Don Rosa, seine Enten, seine Comics. Dieses Mal behandeln wir eine ganz besondere Geschichte, nämlich die Xena-Jagd zwischen den Zeiten. Oder der ursprüngliche deutsche Titel war Das Geheimnis des Glücks Xenas oder so. Die Geschichte ist deshalb etwas Besonderes, weil sie nämlich inoffiziell als Kapitel 0 der Sein Leben, seine Milliardengeschichte eingeordnet wurde. Denn hier sieht man in Don Rosas Werk das erste Mal, wie der kleine Onkel Dagobert mit 10 Jahren oder beziehungsweise genauer gesagt sogar an seinem 10. Geburtstag seine Glücksszene verdient, denn Onkel Dagobert erzählt diese Geschichte. Das Skurrile dabei ist, Gudel Gaukelei beobachtet durch ihre Zauberkugel daheim am Vesuv, wie Onkel Dagobert diese Geschichte erzählt, und ihr kommt die Idee, dass sie mit einer Zeitreisekerze ja eigentlich in die Vergangenheit zurück ins Jahr 1876 reisen könnte, nach Glasgow in Schottland, wo eben der junge Dagobert seinen ersten Glücksszener mit seinem Schuhputzkasten dann verdient hat. Weil, sie hat den genialen Gedanken, sie könnte ja den mächtigsten Mann der Welt, dem reichsten Mann der Welt, dem sie ja sonst nie Paroli bieten kann, ja, während er noch ein Kind ist, ja vielleicht da den Zehner abluchsen. Und ja, darum nimmt sie eben diese Zeitreisekerze und reist in die Vergangenheit. Und das Ganze ist nicht so einfach, denn zum einen muss sie ja erstmal rauskriegen, wo der Zehner überhaupt herkommt, und zum anderen hat sie nicht damit gerechnet, dass Dagobert ja auch noch einen starken Vater hat, der nicht so schnell seine Idee aufgibt, seinem Sohn eben diese erste Münze dann zu geben, um ihm zu zeigen, dass man nur durch harte Arbeit zu Geld kommt. Und auch Dagoberts Schwestern Dortel und Mathilda sind mit von der Partie. Auch hier, die beiden sind auch das erste Mal dargestellt, beziehungsweise nicht nur das erste Mal mit dem Rosa dargestellt, sondern das erste Mal überhaupt gezeigt worden hier. So viel also zum Inhalt. Zur Bewertung der Geschichte muss ich sagen, ich finde, das ist eine wirklich tolle Geschichte. Zum einen ist es ja so, dass sie eben, wie gesagt, das erste Mal eigentlich, dazu komme ich gleich noch, warum eigentlich nur, eben ein Kapitel aus Dagoberts Kindheit zeigt. Und zum anderen ist das Ganze eben auch sehr schön umgesetzt, eben mit dieser Zeitreisegeschichte und auch den relativ authentischen Darstellungen von Glasgow, nehme ich mal an, von dieser großen Hauptstraße. Ich schätze mal, dass wir Don Rosa sich auch dann auch realistisch dann an irgendwelchen Fotos dann orientiert haben, dass das Ganze auch echt aussieht. Da ist er immer sehr detailverliebt. Und eben auch diese Jagd dann auf den Zehner und ja, eben dieser Kampf dann zwischen Dagoberts Vater und Gundel Gaukelei ist eben auch sehr witzig. Jetzt zurück zu dem eigentlich, warum man eigentlich das erste Mal Dagoberts Familie sieht. Denn diese Geschichte wurde zwar im Jahr 1991 gezeichnet und geschrieben, ist allerdings das erste Mal erst 1995 erschienen. Und zwar deshalb, weil nämlich ungefähr 2 Monate danach halt Don Rosa damit beauftragt wurde, sein Leben, seine Milliarden zu zeichnen in 12 Kapiteln. Und im ersten Kapitel natürlich auch dann chronologisch beginnt dann Dagoberts Kindheit und eben auch die Geschichte des ersten selbstverdienten Zehners erzählen wollte. Ja, man kann jetzt ja nicht zweimal die gleiche Geschichte, also jedenfalls in Anführungszeichen die gleiche Geschichte erzählen, direkt hintereinander. Und darum wurde dann Zehnerjagd zwischen den Zeiten erstmal auf Eis gelegt und dann erst 4 Jahre später veröffentlicht, als nämlich sein Leben, seine Milliarden schon komplett erschienen war. Don Rosa hat hier auch noch selber so ein paar kleine Anmerkungen gemacht. Zum Beispiel einmal gibt es einen Herrn, einen reichen Amerikaner, der in einer Kutsche fährt, bei der Gundel Gaukelei dann einfach mit aufsteigt. Auch wenn er namentlich nicht genannt wird, es handelt sich hierbei um Kuno Clever, den Vater von Dagoberts Erzrivalen Klaas Clever. Und von diesem stammt nämlich auch der Glücksszener, um da mal an der Stelle ein bisschen zu spoilern. Ich muss ja noch sagen, wie ich diese Geschichte finde. Und ich muss sagen, erstens ist Don Rosa hier jetzt auf dem Höhepunkt seiner zeichnerischen Fähigkeiten angelangt, finde ich. Also sein Leben, seine Milliarden und auch diese Zeit drumherum und die Geschichten, die in der Zeit entstanden sind, sind meiner Meinung nach wirklich ja, der perfekte Don Rosa-Stil. Und sie ist durchaus auch ja, sehr schlüssig, sehr gut erzählt. Erzählt recht kompakt dann das Ganze auf ihren 13 Seiten oder wie viel sie hat. Und ich würde sagen, diese Geschichte hat eigentlich, weil sie auch meiner Meinung nach durchaus zum Klassiker taugt, volle 5 von 5 Enten verdient. Jawohl.